Hallo und herzlich willkommen mit diesem Blick zur Truhe. Erzähle ich weiter. Hier oben dann die Eichenholzdecke und hier oben kommt ein externer Eingang hin, sodass das zwei verschiedene Häuser in einem Haus sind. Macht Sinn, oder? Macht Sinn. Und dazu nehme ich mir das Eichenholz. Diese hier. Die reichen nicht. So. So. Und geh dann mal nach oben. Nach oben. Na, mache ich dann von unten das dann wieder abklopfen. Guck mal. Wer so ein Haus hat, wenn das hier unten nicht so hoch wird, könnte man eigentlich perfekt ins andere Stadtende gucken. Aber Dachgeschosswohnung, die wird es sein. Die wird es sein. Weil, naja, das ist ja hier ein Wohnhaus, ne? Das hier ist ein Hotel. Das ist nicht so gut eingerichtet wie das hier mal später. Da werdet ihr noch staunen. Staunen werdet ihr da noch. Aber wir sind noch lange nicht fertig hier im Projekt. Lange noch nicht fertig. Eieiei, dreimal haben wir uns jetzt schon verbaut hier. Das kann man von oben regeln. Unten bringt das nichts. Ja, das auch. Dann gehen wir nochmal nach unten. Schnellster Weg. Zack, zack. Dreimal haben wir uns baut hier. Ja, so schaut der Raum aus. Man kann ihn jetzt noch einteilen. Mache ich auch. Zum Beispiel hier jetzt hier in der Raumeinteilung rein. Ja. Könnte man alles machen. Also man sagt jetzt hier. Ist ein kleiner Raum, eine kleine Abstellkammer, wenn man es jetzt so hier. Ja, guck mal. Das hat nur zwei Fenster, die sind hier. Ja? Und das ist auf Weghöhe und das hier Weg. Ja, das ist auch Weg im Endeffekt. Kann man ja noch Blumen vorpflanzen, so große, die hier reinragen. Aber sonst ist das da eigentlich eine sehr, sehr kleine Wohnung. Aber eine kleine schöne Wohnung, wie ich finde. Hat schon was so ein bisschen. Ja. Hat schon was. Wenn ich mir dann so überlege, dass das hier als erstes eigentlich entstehen sollte, habe ich jetzt hier oben schon viel gebaut. Muss ich ehrlich zugeben. Kurz mal einen kleinen Schwenker. Ja. Danke, danke. Genau, jetzt kommt hier der Koloss dran. Und er lacht auch schon fröhlich, die Hexe. Ja, siehst du, wenn ich hier von unten baue, da habe ich weniger Baufehler. Weil ich da mehr im Takt bin. Kann hier noch Querbalken rüberziehen. Das ist eine ganz gute Idee, Querbalken. Dann reiße ich das dann nochmal raus. Aber erstmal ziehen wir eine Decke rein. Und craften uns ein paar Fackeln. Aber wir haben noch zwei Stück. Haben wir nichts mehr. Ist auch ein bisschen finster. Guck mal, der hat auch nur 1, 2. Der hat genauso viele Fenster wie der Typ hier drüben, nur der hat ein 2x2 Fenster und hier wollte ich ran. 2x2 Fenster und das müsste eigentlich lang, oder? Langt das? Ne, langt nicht, aber wenn wir einmal hier sind, können wir es auch ranbringen.
Dann gerade mal für eine Strecke. Eine Strecke sind 11. Also brauchen wir noch 22. Machen mal so 12, 18, 24, 30, 36. Mehr müssten das eigentlich nicht sein. Wäre jetzt ja gefuchst, wenn das so wirklich aufgehen würde. Aber ich glaube, das sind schon zu viele. Bin mir aber nicht sicher. Ja, das sind zu viele. Wenn jetzt 6 übrig bleiben. Nee, nicht ganz. 8 bleiben übrig. Hier habe ich mich auch einmal verbaut, also bleiben 9 übrig. Schaut euch das an. Schön dunkel. Tun wir uns gleich mal ein paar Fackeln hier. Mit der Hand verknüppeln wollte ich gerade sagen, aber das geht ja leider doch nicht. So. Und rauslaufen zur Truhe. Und da sind die Kohleteilchen drin. Das können wir auch in der Hand verknüppeln. Jetzt haben wir über den Stack erstmal. Aber ist ja egal. Nicht hier rein, sondern da rein. So, mit den Fackeln. Gehen wir erstmal jetzt hier rein. Da eine hin, da eine. Ein bisschen mystisch, die Musik gerade. So. Tue ich mal hier jetzt noch welche hin. Und die Ecken jeweils, so ein bisschen symmetrisch. Dass hier auch ja nichts spawnt. Natürlich auch mal ein paar Fackeln noch hin. Auch wenn es reicht. Aber es kann ja auch nicht reichen, ne? Das gibt es ja auch. So, hier oben weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich aus Birkenholz mache. Habe ich das im Inventar? In der Tat. Gucken wir doch mal. Haut schon wieder ab, mein Maus. Gibt es ja nicht. Der oben hat jetzt schon ein paar mehr Fenster. Da hat die aufgehende Sonne. Ostseite hat der hier. Ostseite. Schöne große Fenster. Ja, sind wir noch immer noch alleine? Ja. Können das ja mal so machen. Nicht nur solche Fenster, auch mal ein großes. Muss ja auch sein. So, hier ist dann die Tür. Fichtenholz haben wir wohl gar nicht mehr. Doch. So. So, so. So, so. Das können wir als Wand nehmen. Oder? Moment mal. Nee. So alles so hell, das gefällt, glaube ich, manchen auch nicht. Wenn wir Birke schon als Wandfarbe haben, also als Außenwand, kann man ja die Innenwand anders gestalten. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich habe jetzt noch ein bisschen anderes Holz dabei. Wie zum Beispiel dieses da. Brauche ich gar nicht mal, denn ich habe hier noch ein bisschen über. Hier ist noch ein Birkenholzbrett. So, so, so.
Hast du eine dunkle Wand? Cedric spiegelt sich. Ist schon Nacht? Aus die Westseite, ne? Ist die Westseite, nicht die Ostseite. Ist schon wieder Nacht, guck mal. Ciao, ciao!